Mitten in Hakenfelde, nicht weit von der Havel entfernt, wurden zwischen 2016 und 2019 über 1000 Wohnungen errichtet. Die Pepita-Höfe zählen damit zu den größten kommunalen Wohnungsbauprojekten in der Stadt. Die beiden städtischen Wohnungsbaugesellschaften DGWO und die WBM haben die Gebäude schlüsselfertig von zwei privaten Projektentwicklern erworben und vermietet. Es handelt sich hierbei um eine klassische Berliner Blockrandbebauung mit 8 begrünten Innenhöfen, die sich alle zu einem zentralen Grünzug der Pepita-Promenade hin öffnen. Die vielzählig im Gebiet vorhandenen öffentlichen Spielplätze machen das Quartier besonders für Kinder interessant.